Nach Frankfurt kam ich durch die Arbeit und zur Eintracht, weil es halt der artenreichste und größte Sportverein in Frankfurt ist. Ja, zum Triathlon gehört Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und ich denke, das sind wunderbare Grundlagensportarten, die man auch im, zumindest das Laufen ja auf jeden Fall beim Fußball braucht. Viele machen auch nur diesen einen Wettkampf im Jahr. Beim Fußball hast du ja jedes Wochenende ein Spiel. Ja. Wir fahren immer Fahrrad nach Spiel, nächsten Tag nach Spiel, und das ist gut für Regeneration. Natürlich Laufen ist auch wichtig für uns. Schwimmen ist nicht so, aber manchmal wir müssen auch schwimmen. So. Das ist alles im Fußball auch wichtig. So. Ja, schon. Ich glaube, das kommt beim Triathlon, ist es halt die meiste Zeit im Grundlagenbereich. Einfach nur sich bewegen. 80% der gesamten Trainingszeit macht man im Grundlagenbereich. Das heißt, wo man sich noch wunderbar unterhalten kann, hieß früher mal Training 130. Und die Koordination ist bei uns nur im Schwimmen wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass beim Fußball wahrscheinlich die Koordination deutlich wichtiger ist. Ja, im Fußball ist alles wichtig. Taktik und mit Ball. Jeden Tag hart arbeiten, bei Technik, bei Taktik, bei nach vorne zu spielen, offensiv und defensiv. So, im Fußball ist viel drin, aber natürlich, wir müssen topfit sein und wir sind diese Saison topfit. Ja. Das ist auch wichtig, sehr wichtig. Der Radtrainer beim Radtraining fährt vorne links deswegen, weil er dann die Straße besser einsehen kann, wenn man in der Gruppe fährt. Ja, der Trainer ist überall, ich kann sehen. Ja. Und ja. Wenn Nico ist hier, Nico hat super Vorbereitung gemacht mit uns und das war wichtig. Wir machen auch jetzt sehr hart, aber wir haben viele Spiele, wir haben sehr oft Spiele und dann wir können nicht so viel wie in Vorbereitung machen, aber sowieso jedes Spiel, wir laufen viel und wir sind fit.